aufgrund dessen, dass ich Lehrerin war. Das war ja eine sehr frauendominierte Arbeit. Besonders weh tut mir, wenn man wahrnimmt im Bereich der ganztägigen Schulen, wo es um den Ganztagsbeitrag geht, mit wie wenig Geld manche Frauen, alleinerziehende Frauen, auskommen müssen, dass da zu Hause dann geschaut werden muss, was man überhaupt noch einkaufen kann, was gegessen werden kann. Und das ist etwas, wo ich mir denke, das darf nicht wahr sein. Und da gehen Frauen arbeiten für 850 Euro oder sowas in der Gegend. Und das ist etwas, das ist eigentlich unvorstellbar. Weil es das noch immer gibt, dass Frauen das erleben, wenn man das verstanden hat, sowohl als Frau als auch Mann, kann man nur das Volksbegehren unterschreiben, denke ich mir.